Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute geht es um Orikas, aber nicht um irgendwelche Orikas, sondern um High-Quality-Orikas. Und die kosten 50 Euro das Stück. Und ob die das Versprechen halten, dass der Name und der Preis in Aussicht stellt, das erfahren wir nach dem Intro. Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, dieses Video hat lang auf sich warten lassen tatsächlich, denn ich warte auf dieses Paket jetzt durchaus, ich glaube im Monat oder so oder ein bisschen mehr, denn das hing, wie ihr schon sehen könnt, eine ganze Weile im Zoll fest. Es kommt aus der Schweiz, um genau zu sein, vom Pyramide Collectible TCG heißt der, glaube ich, genau, den habe ich auf meinem Discord. Übrigens Discord, falls ihr Bock auf Discord habt, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserem Discord-Channel, sind mittlerweile weit über 110 Leute. Und der hat solche Orikas angeboten und ich habe mir gedacht, für die Karten, die ich niemals so ranbekommen werde, ne, oder sehr unwahrscheinlich, Tyler the Great Warrior, würde ich gerne wirklich gute Orikas ausstellen. Also wirklich welche, die so nicht von der echten zu unterscheiden sind. Vielleicht durch eine minimale Sache, aber sie dürfen wirklich, auch wenn man sie in der Hand hält, nicht sofort als Orika zu erkennen sein. Und ob diese Orikas das Versprechen halten, das schauen wir uns jetzt an. Ja, meine Freunde, ich hatte eben auf die Adresse mein Handy gelegt, denn das ist irgendwie mit Klebeband ummantelt gewesen. Und deswegen konnte ich mit dem Stift zwar drüber malen, aber meine Adresse hat trotzdem immer durchgeschimmert. Oh, das ist aber nett, ein Bonus, dabei habe ich noch gar nichts dafür bezahlt. Okay. Und hier haben wir, dann schauen wir mal. Packen wir das Ding hier mal beiseite. Und gucken uns das Ganze mal an. Den Bonus machen wir am Ende. Jetzt geht es um die Orikas. Er hat mir jetzt einfach random welche zugeschickt. Eine ziemlich coole Sache. Die kosten normalerweise so um die 50 Euro das Stück. Ich habe gesagt, ich möchte die jetzt erstmal nicht kaufen, ich möchte sie mir erstmal anschauen. Wenn, dann würde ich mir nur eine dieser Karten tatsächlich kaufen, nicht alle, weil ich bezahle sicher keine 50 Euro für Karten, von denen ich nicht weiß, oder für Orikas, von denen ich nicht weiß, ob die auch wirklich das halten, was ich mir vorstelle. Und wir packen die jetzt mal kurz aus, schauen uns mal an, welche er uns hier mitgegeben hat. Und dann gucken wir übrigens, das war von meinem Zensierversuch, dann schauen wir uns mal an, ja, was wir hier quasi an Qualität haben. Ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Blue Eyes Ultimate Dragon an. Design von Katsuki Takahashi tatsächlich, so wie alle T3 Karten damals. Es gab, glaube ich, 6, 7 oder 8 Stück, irgendwie sowas in der Richtung. Und diese Karten wurden alle von Katsuki Takahashi designt und es gab nie irgendeinen Reprint mit diesen Artworks innerhalb des kompletten Spiels. Das heißt, diese Karten sind nicht nur von ihrem Set her einzigartig, sondern auch von ihrem Artwork her einzigartig. Ihr werdet keine andere Karte in keinem anderen Set finden mit diesem Artwork. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch, ich würde es mir wünschen. Diese Karte hier gibt es, glaube ich, nur ein- oder zweimal auf der Welt. Wird ein bisschen schwierig dran zu kommen, da werde ich für die Ausstellung tatsächlich an Orikas gebunden sein. Und ich muss sagen, wenn wir uns jetzt hier mal die Oberfläche angucken, also ich hole das Ding hier mal aus der Hülle raus, wenn wir uns jetzt hier mal die Oberfläche angucken, also jetzt in der Hülle, ich hole das natürlich auch gleich raus, keine Sorge, dann erkennt man diese Karte, abgesehen von ihrer Rarität, die Originalen sind ja ultra rare, erkennt man sie nicht als Orika. Ja, das Auge von Anubis ist gut, die Schrift passt, das Bild passt. Die Print-Quali wirklich, wirklich hoch, kann man gar nichts sagen. So, auch das Finish sieht extrem gut aus. Was allerdings sehr, sehr, sehr verräterisch ist, das sind die Ecken an der Karte, denn die sind viel zu spitz. Seht ihr das? Wie spitz diese Ecken zulaufen. Das geht. Dann, also das ist schon, ich weiß jetzt schon, ich werde die Karte nicht kaufen. Also das wird so, wie es ist, wieder an ihn zurückgehen. Denn das ist ja die einzige Karte, die ich, wenn überhaupt, gekauft hätte. Zum einen ist sie in der falschen Rarität. Schon allein deswegen nicht und zum anderen wegen den Ecken. Das heißt, diese Karte ist schon mal komplett verräterisch. Aber wir haben noch andere Karten, wo ich gesehen habe, wo die Ecken ein bisschen besser sind. Genau, schauen wir uns mal den Boy hier an. So. Das hier ist jetzt eine von 3 Karten aus dem Lottery Promotion Set. Die anderen 3 sind dann diese hier. Ich habe die jetzt umgedreht wegen der Magnetisierung. Also quasi der keltische Wächter und die Turtle-Schildkröte und eben er hier. Ich muss sagen, wenn wir uns mal die Foil angucken, seht ihr das? Diese Wellen in der Folie, das sieht sehr, sehr realistisch aus. Also das Foiling ist wirklich, wirklich real. Ne?
Also das sieht wirklich sehr hochwertig aus. Auch die Schrift ist wirklich auch sehr gut gemacht auf den ersten Blick. Und hier sehen wir bei den Kanten zum Beispiel, die sind rund. Ne? Die sind so nicht ganz so eckig. Okay, die da unten ist vielleicht, die ist noch zu spitz, da hätte man noch besser arbeiten können. Aber bei den dreien hier könnte man das jetzt nicht erkennen, tatsächlich, dass das eine Orica ist. Würde man die jetzt so ausstellen, könnte man theoretisch drauf reinfallen. Und ich denke, so ähnlich wird das auch bei den ganzen anderen aussehen. Wenn ich mir die mal so anschaue. Ja, die Turtle-Schildkröte scheint auch ganz gut zu sein. Der Blue Eyes. Beim Blue Eyes, also der Blue Eyes ist ja grottig. Den Blue Eyes schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Also der Blue Eyes ist ja richtig grottig. Den erkennt ihr sofort als Fälschung. Das Holobild ist so ziemlich überhaupt nicht vorhanden. Die Schrift, ist die überhaupt gestanzt? Ich weiß es gar nicht. Also seht ihr das? Das ist, nee, also der Blue Eyes ist wirklich schlecht gemacht. Der Blue Eyes ist ganz, 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 ganz schlecht gemacht. Also den erkennt ihr sofort als Fake. Auch das Bild ist irgendwie, es wirkt ein bisschen schlechter von der Qualität her vom Printer. Das erkennt man vielleicht jetzt nicht über Kamera, aber hier, wenn man es in der Hand hält, erkennt man das. Der Holo-Effekt ist wirklich ganz, ganz schwach und es sieht sehr, sehr billig aus. Und alles, was hier wirklich überhaupt irgendwie schillert, sind hier so die Krallen und die Zähne und das Weiße im Auge, aber sonst... Also nee, den Blue Eyes können wir knicken, den können wir schon mal aussortieren. Also der ist, nein, einfach nein, Leute. Der ist wirklich grottig. Die anderen schauen wir uns gleich an. Ich würde sagen, ich hole jetzt hier mal den Boy raus, denn den haben wir ja ohnehin schon aus seiner Tüte befreit, sag ich mal. Ich hole dann auch nochmal den hier raus. Schauen wir mal. Ich möchte wirklich mal sehen, wie sind die denn so, wenn man sie dann in der Hand hält. So, also was auf jeden Fall auffällt, sie sind schwerer. Die Karten sind definitiv schwerer. Ja, die wiegen so viel wie vielleicht zwei Karten, drei Karten vielleicht. Also es ist auffällig, es ist wirklich auffällig. Die ist wesentlich schwerer. Und seht ihr das? Also ich mache es noch ganz vorsichtig, aber wenn man so versucht, die so ein bisschen anzubiegen, man merkt auch, da ist ein wesentlich höherer Widerstand drin. Also wenn man die in der Hand hat, auch ohne, dass man es jetzt irgendwie optisch checkt, erkennt man das sofort. Und ja, seht ihr das? Wie das spiegelt. Auch hieran erkennt man sofort, dass es sich nicht um eine Originalkarte handelt. Es gibt nur eine Art von Karten, die so dermaßen am Spiegeln sind. Und das, meine Freunde, sind Hobby League Karten. Okay. Auch auf der Rückseite, oh, das ist nicht High Quality. Zum einen, die Rückseite ist gedamaged. Man sieht richtig, wie die Folie drüber geklebt wurde, ja. Seht ihr das? Ich weiß nicht, kann man das einfangen? Ja, da ist so eine Folie drüber geklebt und hier ganz, ganz unsauber abgeschnitten. Silvering des Todes auf der Rückseite. Hier auch die Ecken einfach spitz gelassen, die hätte man noch abschneiden können hinten. Dann wäre das vorne wenigstens rund gewesen, auf den ersten Blick nicht als Fälschung erkennbar gewesen. Also gut ist was anderes. Für diese Orica, ganz ehrlich, will ich nicht mal einen Fünfer zahlen. Also sie sieht auf den ersten Blick gut aus, das muss man ihr lassen. Hat man sie in einer Hülle, erübrigt sich der extrem spiegelnde Effekt, weil der kann dann auch von der Hülle selber kommen. Das heißt, das fällt nicht auf. Und auch die Oberfläche sieht dann sehr gut aus. Aber hat man die Karte in der Hand? Nein. Einfach nein. Ganz, ganz, ganz miese Quali. Tatsächlich. Schade. Von sogenannten High-Quality-Proxies oder Oricas erwarte ich mir eigentlich anderes. Jetzt holen wir uns noch diesen hier raus. Aus dem Lottery Promotion Set. Ich schätze mal, ja, dasselbe Machart, auch schwerer. Doppelt gesleeved tatsächlich. Okay. Ja, auch hier genau dasselbe Spiel. Glänzt wie so ein Stück Speck. Das Foiling ist aber gut. Seht ihr diese Wellen in diesem Foiling? Das war früher tatsächlich so. Jetzt vielleicht nicht so extrem. Ich glaube, das Foiling ist noch etwas welliger als das Original. Aber diese komischen Wellen da drin, die waren tatsächlich zu sehen normalerweise. Und hier haben sie es besser gemacht. Da sind die Ecken sauber und es steht auch nichts hinten ab. Aber auch hier sieht man, wie diese Folie draufgeklebt wurde, ja.
Und die ist schon ein bisschen besser als der Skull, ne? Als der Dragon hier. Sie ist sauberer verarbeitet. Die Machart ist die gleiche, aber sie ist halt vom Handwerklichen her einfach sauberer verarbeitet. Aber 50 Euro dafür nicht im Leben. Ja, nicht im Leben. Also wenn ich 50 Euro bezahle, dann nur für eine Orica, wo ich wirklich sagen kann, da kennst du nicht, dass die fake ist. Ne? Also natürlich, es wird keine Orica oder keine Proxy geben, wo man überhaupt nicht erkennen kann, dass sie fake ist. Vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren oder so, aber ich sag mal, zumindest, also wenn ich so viel Geld für eine Orica ausgebe, ich meine, come on, 50 Euro, dafür kriege ich seltene, echte Yu-Gi-Oh! Karten, die Potenzial haben, ihren Wert zu verdrei- oder vierfachen. Wenn ich also schon für eine nicht echte Yu-Gi-Oh! Karte, die also quasi vollkommen wertlos ist, 50 Euro ausgebe, dann erwarte ich etwas anderes. Dann erwarte ich etwas, wo ich sagen kann, okay, die Karte muss ich mal 2 Minuten lang mit dem Auge küssen, ja, bis ich erkenne, dass da wirklich etwas nicht stimmt. Ja, schauen wir uns vielleicht noch eine an. Ich würde eher sagen, wir belassen es dabei. Genau, die Typen hier wieder dahin. So. Na, geh doch rein. So. Heieiei. Dann ist das Ding wieder verpackt. Und der Boy kommt auch hier rein. Also verpackt sind die Orikas ja, als wären es die wertvollsten Karten der Welt. Ne? Also das muss man dem Ganzen schon abgewinnen. Aber nee, ich muss sagen, enttäuschend für das, was es kostet und enttäuschend für das, was der Name suggeriert. Ja. So. Genau. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Video einfach gemacht, weil ich die Karten ohnehin bekommen hätte. Ah, bevor ich es vergesse, wir haben noch ein Bonus-Pack. Ich hoffe, diesmal mit echten Karten. Sehr cool. Schauen wir mal, was er uns hier reingelegt hat. Zack, die packen wir mal hier zusammen. So, wir haben aus der aus der japanischen Rarity Collection das neue alternative Relinquished. Sehr schön, sehr cool. Schau ich das mal an, in Prismatic Secret Rare. Gab es dort, glaube ich, auch als Super Rare. War ziemlich Short Print tatsächlich in dem Set. In dem japanischen. Dann, wie hieß die Karte nochmal? Cybererzunterwäldler oder so. Und zwar die Ultra-Parallel-Variante aus The Dark Bible hieß das Set, glaube ich. Schauen wir mal, wie die Quali ist. Eselsohr. Aber für die private Sammlung? Why not? Why not? Privat kann ich die schon gebrauchen. Denke ich zumindest. Ich muss mal gucken. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Ritterin der Königin aus LE4. LE, was waren das nochmal? Legendary Edition oder irgendwie so hieß der Scheiß, glaube ich, ne? Sehr cool, in Ultra Rare. Und zu guter Letzt, ohne zuvor. Oh! Nice, schaut euch das mal an. In Prismatic Secret Rare, Debi Matsera. Karte sieht, okay, wird hier unten ein Mini-Knick, aber sonst sieht die wirklich sehr gut aus. Also, ich würde sagen, die ist noch excellent auf jeden Fall. Sehr cool, mega nice aus ihrem Original-Set. 308, was war denn das nochmal? War das nicht das gleiche Set, aus dem auch der Ding gekommen ist? Unser Freund, der kam aus 307. Der dunkle Magier des Chaos, also aus dem vorherigen Set. Ich glaube, das war Stairway to Sanctuary in the Sky vielleicht? Könnte das sein, Sanctuary in the Sky, wo der herkam? Ich weiß es nicht. Okay, und zu guter Letzt nochmal aus der Rarity Collection eins unserer kleinen Geistermädchen, Prismatic Secret Rare. Sehr, sehr coole Sache. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, meine Freunde, wir sind am Ende des heutigen Videos, leider mit einem etwas enttäuschenden Ergebnis. Ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, was der Name suggeriert hat. Vielleicht war es auch ein bisschen naiv, das zu denken oder davon auszugehen.
Ich habe noch jemanden gesehen, der teure Orecas verkauft. Der wurde mir empfohlen, aber der kostet ein Set über 400 €. Und das möchte ich auf gar keinen Fall für eine Karte ausgeben, die nicht echt ist. So, es sei denn, sie kommt von Upper Deck und das ist das hier von Orecalcos. Da gebe ich auch gerne fünfstellig aus, so ist es nicht. Und genau, aber trotzdem mega cooles Video. Vielen, vielen Dank für den Bonus. Die Karten schicke ich dir jetzt bei Zeiten wieder zurück. Ich hoffe, dass sie nicht genauso lange brauchen, zu dir zu kommen, wie sie zu mir gebraucht haben und so lange beim Zoll hängen. War auch von der Post irgendwie eigenartig. Es hieß irgendwie vor fast einem Monat oder so, dass die Karten bei der entsprechenden Postfiliale abzuholen sind und keiner wusste was. Ich hatte keinen Zettel, die Post hat nichts bekommen. Ich habe eigentlich gedacht, das Paket ist verloren. Nachforschungsantrag wurde, glaube ich, schon angestellt. Aber jetzt ist es ja doch da und ich hoffe, dass es auch wieder sicher zu dir zurückkommt. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.